Ja, huhu und herzlich willkommen wieder beim Quali. Wir spielen heute wieder eine Runde DSA 5, Klingen der Nacht, dieses wunderhübsche Abenteuer hier. Und ja, ich hoffe, wir sind auch gut zu hören und zu sehen da draußen, weil wir haben ein bisschen technische Probleme. Ja, ich hoffe, das zieht sich nicht durch. Gut, ja, wir spielen, wie gesagt, Klingen der Nacht. Ja, jetzt habe ich gar nicht mit euch abgesprochen, wer dieses Recap macht. Naja, kriegen wir gleich noch hin. Oder die Zuschauer wählen ein, das ist natürlich auch immer sehr glücklich. Ja, apropos, wir spielen noch mit der Pölle als Goswin, ein Verwandlungsmagier aus Lohwangen. Schuhu! Dann Leopardin 202 als Ilva, die Fjaniger Stammeskriegerin. Guten Abend zusammen. Lothir, der Ithilien-Geweihte, wird gespielt von Rerion. Exakte Mundo. Und Feder spielt Ikayo, die nivesische Streunerin. So, ja, wir befinden uns im Norden Aventuriens, im eiskalten Norden. Ja, das ist momentan bei den Temperaturen draußen ein bisschen schwierig vorzustellen, aber wozu sind wir Rollenspieler? Ja, kriegen wir hin. Dass wir jetzt alle ganz doll frieren. Alle die Klimaanlage mal auf volle Pulle stellen. Falls vorhanden. Und ja, in Norden Aventuriens gehen ganz merkwürdige Sachen vor. Nämlich dunkle elfische Gestalten aus dem Eis haben sich an die Küste gewagt und das kleine Dörfchen Friesow dem Erdboden gleich gemacht. Unsere Helden haben das Dorf, soweit es ging, verteidigt. Und den Flüchtlingstreck gen Glündhaven geführt zu dem Praios-Kloster dort und haben auch auf dem Weg dorthin einige Begegnungen hinter sich gebracht. Auch Glündhaven wurde dann angegriffen, allerdings ja, nicht erfolgreich. Also der Angriff wurde zurückgeschlagen und in Glündhaven selber haben unsere Helden etwa einen Hinweis darauf gefunden, dass man in Frigorn, nämlich in der Heimat von Lothir und Ikayu, doch einen Hinweis findet auf den alten Magier, der dort mal gehaust hat, der ein Unwesen in Chimärenform erschaffen hat. Und vielleicht sind diese dunklen Elfen hinter diesem Wesen her. Und unsere Helden versuchen das zu verhindern. Naja, das Recap ist auch gar nicht so kompliziert vom letzten Mal, denn letztes Mal haben wir eigentlich nur gekämpft. Ja, eine komplette Kampffolge. Und ja, gut, ein bisschen haben wir auch die Sachen, die nach dem Kampf waren, also ein paar persönliche Dinge da durchgespielt. Aber die Hauptsache war der Angriff auf Glündhaven und unsere Helden haben mit heroischen Kampfmanövern ja, drei Chimären der dunklen Elfen zurückgeschlagen, während die Und Bansch. nebenbei wurde das Golfspiel erfunden. Ja, Polo oder Croquet oder so, je nachdem, wie man es nennt. Ja, und unsere Helden haben die Flüchtlinge zurückgelassen in Glündhaven, schweren Herzens, weil sie dort auch einem ungewissen Schicksal gegenüberstehen. Lothir hat nochmal seiner Flamme Nirala nochmal einen Eid in der Tempelanlage vor dem Gott des Rechts quasi, ja, der anwesend ja ist in dieser Anlage. Nochmal gegeben, dass er zurückkehrt und seinen Travierbund schließen wird. Und ist dann aber aufgebrochen mit all den anderen. Ihr seid noch relativ gebeutelt vom Kampf, hab ich in Erinnerung. Habt nach langer Diskussion die Ziehtochter der Friesoffer ansässigen Hexe zurückgelassen, die ans euch eigentlich begleiten wollte. Da hat sich Ikayu durchgesetzt und deswegen habt ihr sie da gelassen.
Und seid jetzt unterwegs mit zwei Schlitten. Einer fährt, einer sitzt. Und mit genug Proviant, um schnell nach Frigorn zu reisen. Querfeldein durch das Eis und den Schnee an allen Straßen vorbei. Wobei Straßen bei dieser Eiseskälte und dem Schneefall im Winter wahrscheinlich eh keinen Unterschied machen. Ja, jetzt habe ich euch das Recap abgenommen. Das bin ich nicht toll. Ich bin ein toller Spielleiter, ne? Sehr schön. Ja, ihr fahrt mit dem Schlitten. Kann denn jemand auch guten Schlitten fahren? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon ausgeguckt, wer vernünftig Schlitten fahren kann. Also meinst du jetzt passiv oder aktiv? Naja, irgendjemand muss die Passiv ja. kann ich am besten. Irgendjemand muss die ja steuern können, ne? Ich glaube, mit passiv und Roller betteln wir uns. Ich wollte gerade sagen, Hilfe, wirf die Schlitten einfach. Immer so weiter nach vorne. Ja. Vergesst nicht, dass ihr noch ein paar Wunden habt vom Ein paar Kampf. ist gut. Also Ilva ist zwar stark, aber trotzdem hat sie auch ein paar Hiebe abbekommen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere beim letzten Mal. Oder? Kaum. Kaum. Nee, Lothia hat eine Hiebe abgekriegt. Genau, ich erinnere mich an Ganz, an das ganz Golfspiel. kleinen Streifer. Ja, so. Also quasi kaum der Rede wert. Deswegen ist er auch total bandagiert Und unter seiner Kleidung. Vika wollte dich ja heilen, genau. Ja. Oder hat dich geheilt, ja. Ja, und Ja, jetzt geht's Goswin wieder hatte besser, beim aber. letzten Mal auch noch festgestellt, dass die Chimären der dunklen Elfen immun sind gegen Verwandlungsmagie. Das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis gewesen. Und Ja, ihr seid ausgerüstet mit Bernsteinwaffen. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Und eine ganz wichtige Sache vielleicht für die, die quer einsteigen, unsere Helden sind außerdem nebenher, nachdem sie die Bedrohung durch die dunklen Elfen auch noch bezwingen wollen, auch noch in der Lage, irgendwie so einen merkwürdigen Kristall, den Goswin gefunden hat bei einem Elfen und dem seitdem sitzt sich trägt. Ihr habt immer wieder Träger von merkwürdigen leuchtenden Kristallen gefunden auf eurem Weg. Ihr seid schon einem Rondra-Geweihten begegnet, der einen trug, und auch die Vorsteherin des Praios-Klosters hatte einen dieser Kristalle. Bis jetzt begleiten sie euch nicht, aber zumindest fühlte man eine mehr oder weniger große Verbindung jedes Mal, wenn die Kristalle sich so begegnet sind. Und ja, beide Kristallträger haben euch versprochen, in der Stunde der Not euch beizustehen. Wann auch immer die kommt. Hoffentlich kommt sie nie. Ja, und dann fahrt ihr durch die eisige Wildnis. Der Schnee ist hoch und tief. Ihr seid froh, dass ihr den Schlitten habt, weil zu Fuß würdet ihr wahrscheinlich bis zu den Knien im Schnee einsinken, ohne vernünftiges Schuhwerk, wenn nicht sogar noch tiefer. Die Hunde sind das gewohnt, auch viel leichter. Der Schlitten ist so ausbalanciert, dass er oben auf dem Schnee fahren kann. Und ja, für Goswin ist es wahrscheinlich eine sehr eigenartige Erfahrung, weil ja, so viel Schnee und so viel Eis und die Kälte bist du wahrscheinlich nicht so gewohnt. Ikario und Lothir wird dann das kennen. Und Ilva wahrscheinlich auch. Ich habe ja glücklicherweise einen wärmenden Mantel an. Lothir war ja so nett, mir seinen Mantel zu geben, damit ich nicht komplett erfriere da hinten drauf. Ja, den Ifirnsmantel, den Lothir sonst dann bei sich hat, hat der Goswin gegeben, genau. Ja, und so fahrt ihr durch den eisigen Schnee, und der Fahrtwind schießt euch noch gerade die sitzen und sich nicht bewegen können. Hinten auf dem Schlitten kann man sich ja ein bisschen bewegen. Und ja, wenn ihr da aber so spar sitzt in dem Schlitten drin, es ist am Anfang sehr bequem, aber der Fahrtwind schießt euch halt auch ins Gesicht. Ihr müsst euch ganz schnell irgendwie auch Tücher ums Gesicht wickeln, damit ja, diese Extremitäten wie Nase und Ohren und so nicht einfrieren. Ihr habt auch dann schnell in den Augenbrauen
vom eigenen Schweiß oder von der Feuchtigkeit des Schnees ganz schnell Eiskristalle in den Haaren. Und es ist gar keine angenehme Reise. Ja, bei Lothir ist es vielleicht nicht so, aber bei allen anderen denke ich schon. Alter Angeber! Ja. Lothir hat immer noch den Segen seiner Göttin mit sich und der genießt diesen Schnee. Ja, der grinst und lacht und jauchzt. Ihr habt ungefähr die Einschätzung, dass ihr 1 bis 1,5, 2 Tage braucht, bis ihr querfeldein die Stadt Frigorn erreichen könnt. Und hofft, dass ihr den Dunkelelfentruppen dadurch, dass ihr querfeldein mit dem Schlitten schnell vorankommt, viel Zeit abnehmt. Denn ihr wollt das Dorf ja auch warnen, dass wahrscheinlich Ziel ist, der dunklen Schergen. Und zuerst hattet ihr überlegt, auf dem Weg noch einen Schlenker zu machen über das Kaiser Gerbald fort, aber das wäre ein Unweg. Denn da müsste man weiter in den Süden vordringen. Und so fahrt ihr jetzt schon durch den Schnee, man sieht kaum Tiere. Welche Tiere sollte es auch hier im Schnee groß geben? Vielleicht hier und da ein paar Vögel. Aber auch nur ganz selten vielleicht eine Schneeeule oder so etwas. Vielleicht ein paar Schneedachse oder so kleinere Tiere. Aber viel Leben kann man hier oben bei diesen Bedingungen nicht ausmachen. Außer dem kalten Schneefall und dem Wind ist wenig zu sehen. Und es tut auch für euch, die ihr sitzt, zumindest, also es ist nicht einfach, die Augen offen zu halten bei dem Fahrtwind. Ihr müsst öfters mal zur Seite sehen, einfach um diesen kalten Wind nicht direkt ins Auge zu bekommen. Wer nicht daran gewöhnt ist, also Goswin, kann sich auch mal eine Stufe Kälte aufschreiben. Trotz dem Mantel, sonst wäre es wahrscheinlich mehr gewesen. Und was macht ihr so während der Fahrt? Mich konzentrieren, dass ich den Schlitten nicht gegen die nächste Schneewehe lenke. Ansonsten wahrscheinlich nachdenken. Es ist in der Tat fast eine Wüstenlandschaft aus Schnee und Eis. Und wie gesagt, schon, das hast du Ikayo richtig beobachtet, zieht der Schnee manchmal in so Art Dünenform halt über an euch vorbei. Eine Schneewehe nach der anderen. Aber Lothir und Ikayo sind es gewohnt. Die kennen das. Ilva wahrscheinlich nicht in der Form, weil man auch in den Fjerninger Dörfern sich so weit in den Schnee nicht traut, sondern dann eher zu Hause bleibt, wenn es der tiefe Winter ist. Und nur manchmal die Jäger halt nach draußen gehen. Aber du sitzt ja auch bequem am Schlitten. Ja, und ich mummel mich bis zur Nasenspitze ein mit Fellen und mit meinem Umhang, den ich so habe, und versuche halt, mich irgendwie warm zu halten, indem ich irgendwie ein bisschen mit den Beinen wackel und so in Bewegung bleib halt so ein bisschen. Ja, das wird auch nötig sein, weil natürlich auch Beine, Zehen und auch die Finger relativ schnell anfangen, irgendwie zu kribbeln und gerade und dann, ja, also ihr habt das Bedürfnis, sie bewegen zu müssen, weil ansonsten werden sie relativ steif sofort in der Kälte. Ja, und als jetzt schon so einen halben, dreiviertel Tag unterwegs seid, irgendwie die Hunde schon ein paar Mal habt rasten lassen, so zwischendurch, ihnen Futter und warmes Wasser gegeben habt, das ihr aus dem Schnee aufgewärmt habt, irgendwie, stellt sich die Frage, wenn ihr 2 Tage oder 1,5 Tage fahren müsst, wo übernachten? Ja, Iglu bauen. Iglu! Iglu! Lass uns ein Schneeschloss bauen! Fragender Blick alle anderen, ein was? Ein Schneeschloss! 3 Etagen mit Whirlpool. Warte, was ist ein Whirlpool? Ist doch egal! 3 Etagen mit heißer Quelle. So. Ja! Nein, ein einfaches Iglo reicht auch. Ja, ein Iglo. Kriegen wir hin, oder? Ja. Also ich sehe das richtig. Ihr fangt am ersten Abend
ganz selbstverständlich an, zusammen zu sammeln, um ihn aufzuhäufen, um daraus eine Art Zelt zu bauen. Ne? Nein, wir nehmen Sägen raus und schneiden die Schneeplatten aufeinander, um sie dann innerhalb von, wie war das, 2 bis 2 Stunden zu einer Kuppel aufzuschichten. Die innen drin eine Kante hat, auf der wir schlafen, damit sich dann die Wärme in der Kuppel hält und wir uns mit den Tieren aufwärmen können. Aber vorher geht Lothir noch zu Goswin, packt ihn freundlich an der Schulter, legt dann eine Hand auf seine Brust, murmelt leise etwas und die Kältestufe ist weg. Es wird warm. Lothir, lass mich unter deinen Mantel. Das Schlimme ist, er hat ihn noch nicht mal an. Da bekommt der Ausdruck warmer Bruder gleich eine ganz neue Dimension. Das ist doch schön. Ja. Kleine Tricks der Ifindel. Ifindel sei gepriesen. Da komme ich gleich noch zu. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Ja. Also, ich muss gleich ein Beitrittsformular unterschreiben. Wollen wir join? Sollen wir mal auf Iglu würfeln? Oder würdest du sagen, das gelingt uns so? Nee, dann könnt ihr eine Wildnislebenprobe machen, um einen geeigneten Platz überhaupt zu finden. Da ist es, genau. Kriege ich eine Erleichterung durch Geländekunde, Eis und Schnee? Ja. Dito. Aha. Natürlich. Das ist ja unser Element, ne? So, jetzt muss ich gerade gucken. Das ist, Entschuldigung, ich habe extrem langsam. Keine Ahnung. Aber so ist es ja gut. Na, ist Lady Luck heute wieder eine von der schnellen Sorte? Fordern Sie. Dürft nicht alle gleichzeitig würfeln. Einer nach dem anderen. Also ich versuche es gar nicht, ja. Sondern ich schaue euch einfach sehr interessiert daran zu, wie ihr als Einheimische hier einen Lagerplatz findet. Und stellt vielleicht die ein oder andere, vielleicht leicht dümmlich wirkende Frage. So, worauf muss man eigentlich achten, wenn man einen Lagerplatz hier so sucht? Im Eis? Nicht in Windrichtung schlafen. Der Schnee deckt dich sonst zu. Ich glaube, ihr müsst es alle nochmal eingeben. Und zwar einer nach dem anderen nochmal besser. Nicht alle auf einmal. Spammt Lady Luck zu. Ich sag mal Ladies first. So. Aber es sieht immer okay, noch. Dann mache ich jetzt zuerst. Irgendwie will sie nicht. Müsst ihr halt am Tisch wissen. Nee. Sucht euch Würfel. Oh. Jetzt überforderst du mich. Tja. Als ob ich Würfel auf meinem Schreibtisch hätte liegen. Ja, ich bin dann mal einen kurzen Moment Würfel holen. Ja, muss ich auch eben machen. Damn you, Lady Luck. Ist das Update schuld? Ja. Jetzt stürzt gerade bei mir alles ab. Lady Luck hat Hitze frei. Gute Idee. Ja, ich bin so in das Erklären von Goswins Fragen vertieft, dass ich total vergesse, nach einem Lagerplatz zu suchen. Weil... Das können wir knicken. Ja. Soll ich den trotzdem in den Nikoali-Runde posten? Dann ich kann es nur nicht lesen. Die Streamer, was ich... Nein, wir sehen das auch nicht. Ah, da, okay. Das ist mein Wurf. Der ist nicht so gut. Deswegen, ich erkläre Goswin halt, worauf man achten muss, aber finde selber nichts Geeignetes. Ich will den Würfelbot auch wieder ausmachen, dann sieht eh keiner. Zack, weg. So. So ein Schmuh.
Machen wir den Chat wieder ein bisschen größer. Kann der Chat ein bisschen mehr lustige Sachen schreiben. So. Also Ikayu hat schon mal keinen geeigneten Platz gefunden. Ja, das kann sich bei mir nur noch um ein paar Jahre handeln. Also Ilva guckt ganz fachkundig und würde mit 3 Qualitätsstufen, glaube ich, was ganz geeignetes finden. Ich muss mir jetzt erstmal einen Würfeltool laden, weil ich keine Würfel hier habe. Soll ich für dich würfeln? Einmal mit Profis. Für alle. Ich kann dir auch schöne blaue anbieten. Und ja, so wird das nichts. So. Ja. Moment, ich bin sofort wieder da. Ja, ja, ja. Wir haben ja Zeit. Ja, Ilva, was findest du denn für einen tollen Platz? Dann kannst du das ja schon mal beschreiben. Ja, ich finde so eine Art Düne, die einfach so sitzt, dass man sich praktisch in so eine Höhle praktisch hinter die Düne setzen kann und dann praktisch die Düne schon mal als Rückwand für irgendwas hätte, als Schutz vom Wind, weil die gegen die Windrichtung liegt. Und da hätte man zumindest schon mal von der Seite, wo der ganz scharfe Wind herkommt, einen natürlichen Schutz durch diese leichte Erhöhung im Schnee und würde auch nicht direkt was abkriegen und kann davor auf einem ziemlich ebenen Platz, glaube ich, ein ganz gutes Iglo bauen. Und da würde ich alle mal darauf hinweisen, dass ich das hier jetzt gefunden habe. Hier, guck mal, hier sieht doch ganz gut aus und fang schon mal an, Schnee in Blöcke zu formen und aufzubauen, zum Mauern oder wie auch immer man das macht. Genau. Dann müssen wir jetzt nur noch die Iglos selbst bauen. Und Goswin guckt interessiert zu. Ja, ich leite Goswin an. Hier, Goswin, pass auf, so geht es. Du machst vernünftig ebene, gerade Blöcke, versuchst du so gut wie es geht, aus dem ganz festen Schnee rauszuarbeiten. Hier ein Dolch hast du doch, oder? Da musst du Messer. Ja gut, das wird funktionieren. Du musst halt gucken, dass du die Kanten ein bisschen glätten kannst, damit die sich gleich vernünftig aufeinander stapeln lassen. 3 Qualitätsstufen. Mhm. Ja, gemeinsam baut ihr euch, wollt ihr ein großes oder mehrere kleine bauen? Ein großes, dann können wir unsere Körperwärme miteinander ausnutzen. Also auch mit Hunde und alles mit da rein. Mhm. Ja, die Hunde, genau. Müssen ja auch einen Schutz. Ich wäre auch ein Profi. Ja, okay. Ja, gut. Dann baut ihr euch ein 3 Qualitätsstufen Iglu. Und ein perfektes Iglu. Ja. Ich glaube, da seid dann mitten in der Eislandschaft, Eis- und Schneelandschaft des Nordens. Abends, wenn die Sonne untergeht, wird es noch kälter. Und ja, der Wind pfeift. Aber ihr könnt in dem geschützten Iglo zwischen diesem Schneeberg, den Ilva gefunden hat, könnt ihr relativ geschützt die Nacht verbringen. Wie sieht denn so eine Abendsache bei euch aus? Und macht ihr sowas wie Wachen? Oder was machen die Wachen, um sich vor der Kälte draußen zu schützen? Und ja, also Lothir würde auf jeden Fall eine Wache übernehmen und er möchte ja auch beten. Dann geht das wunderbar ineinander über. Mhm. Ja. Wir sind ja zu viert. Wie sehr sieht denn Goswin durch die Kälte grundsätzlich angeschlagen aus, beziehungsweise durch die Strapazen?
Wie sehr macht ihm das denn zu schaffen eigentlich? Na, Goswin. Also ich meine, nachdem du mich gesegnet hast, dürfte das eigentlich wieder halbwegs in Ordnung sein. Ich meine, ich habe ja viel gemacht, aber versuche ich die ganze Zeit warm zu halten. Drei Lagen Felle mit der dicken Kleidung. Ja. Reisemüde sehe ich aus. Aber also dadurch, dass du dich ja schon blind um mich gekümmert hast und mir ja auch deinen Mantel geliehen hast. Also ja. Gut. Ich reibe mir halt immer die Schläfen zwischendurch. Das ist das Einzige, was ich tue. Ja. Was halt auch passieren kann vielleicht, dass ihr euch irgendwie darum kümmert, dass eure, dass die Haut halt nicht austrocknet und dass ihr mit Robbenfett irgendwie die Haut beschmiert und es ein bisschen warm bleibt und so. Und ja. Was gibt's zu essen? Ration. Tolle Proviantvorräte, genau, die nicht so leicht verderben. Käse ist halt blöd, aber sowas wie Krachwurst, also quasi geräucherte Wurst oder Stockfisch. Luftgetrockneter Fisch. Genau. Ein Feuer also den Fisch kann man eigentlich auch tiefgefroren essen. Ein Feuer zu machen ist nicht ganz einfach. Wenn ihr es draußen macht, dann habt ihr nicht viel davon. Wenn ihr es im Iglu macht, müsstet ihr einen Abzug freilassen. Klar. Das heißt, ihr habt sehr schnell halt auch kein Licht mehr und könnt dann auch sehen, dass Goswins Amulett aber ein kleines Licht irgendwie von sich gibt. Und so ein ganz rudimentäres, kleines, warmes, so eine Art Nachtlicht hat quasi. Es ist nicht hell, man kann damit jetzt auch nicht lesen oder so, aber es ist halt, es glimmt halt leicht und hat halt, ist halt die als einzige Lichtquelle jetzt hier in dem dunklen Iglu halt auch, ja, etwas Besonderes. Wenn ihr nach draußen schaut, könnt ihr den sternenklaren Himmel sehen und der Mond scheint ein bisschen hell, dass man draußen so halbwegs etwas sehen kann, aber ansonsten ist es stockduster. Wie viele Sterne sind denn da eigentlich noch? Wie viele Sterne sind noch am Himmel? Ja, nachdem da welche runtergeregnet sind. Ja, also das Sternenbild nach dem Sternenfall hat sich nicht weiter verändert. Okay. Ja. Es sind keine weitere Sterne in Dere gefallen. Aber Goswin merkt schnell, wenn er nach draußen geht, um sich die Sterne zu betrachten oder irgendwie auszutreten oder so, dass das hier kein angenehmer Ort ist und du ganz schnell wieder ins Iglu zurück willst. Lady Luck ist übrigens wieder da. Yippie. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Jetzt haben alle Würfel. Ja, dann halte ich mich wahrscheinlich einfach mal vornehm zurück bei der Verteilung der Wachen. Also im Iglo kriegt ihr das relativ schnell hin, dass es dann doch, also dadurch, dass es halt wärmedämmend ist und auch die Tiere ja relativ viel Wärme abstrahlen auch und so, dann da ist es relativ angenehm. Man merkt die Kälte halt immer noch. Ich meine, Lothir merkt sie überhaupt nicht wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das Problem auch, dass er das gar nicht so mitbekommt, wie kalt es wirklich ist. Aber ja, also Goswin merkt es am meisten und auch Ikayo und Ilva, die zwar gegen Kälte gefeit sind, aber oder es gewöhnt sind, aber trotzdem dann doch schon eher mitkriegen, dass es sehr, sehr, sehr kalt ist. Ich lass Goswin mit in meinen Schlafsack kriechen. Nicht, dass der uns noch zerfriert morgen. So morgen so eiskalter Statue Goswin der Elf. Dann haben wir ein Problem. Schneemann Goswin. Dann muss ich mich unbedingt in eine schicke Pose werfen, damit es nicht peinlich aussieht. Ja, genau. Nee. Ja. Mit und in den dicken Fellschlafsack. Und des Nachts hört ihr halt wirklich den eiskalten Firunsatem, wie er über die Schneedüne und über das Iglu hinweg fegt. Und ja. Das ist dann wahrscheinlich die Gelegenheit für Lothir, einmal ein bisschen in sich zu gehen. Mhm. Ja. Sitzt da so bei den letzten Glimmen quasi da drin, schaut zu seinen schlafenden Reisebegleitern.
der im Schlaf noch leicht etwas blubbernde Goswin. Holt er das geweihte Amulett raus, das er noch trägt, das verbliebene. Er lässt das so durch die Finger gleiten. Herr Rendefirn, es ist schon eine Weile her, seit ich so direkt zu dir sprach. Ich möchte dir danken, Schwabengleiche. Danken dafür, dass du mich warntest und es uns trotz schwerer Verluste möglich war, der dunklen Gefahr entgegenzutreten und viele unschuldige Leben zu retten. Und noch mehr möchte ich dir dafür danken, dass Nirala meine Seite weilt und ihre innere Kraft mir gut tut. Ifern, du bist wie das schöne Knirschen auf frischem Schnee. So danke ich dir auch dafür, dass es mit deiner Gnade nicht war, Ikaju, die mir zugleich beste Freundin, Tochter und kleine Schwester ist, vor dem dunkelsten aller Einflüsse zu befreien. Auch verstehe ich jetzt, wieso es gerade Goswin und Ilva sein sollten, die du zu mir schicktest. Ein einzelner Wanderer mag sich im Schnee verirren, aber mit Freunden und Gefährten ist man zu keiner Stunde allein, selbst wenn man sie gerade nicht sehen kann. Ilva ist wie die hohen Gletscher des Nordens, hart, unbeugsam, nicht niederzuringen. Ihre Kraft und Wildheit steht für das brennende menschliche Herz, welches uns allen in schwerer Stunde als Licht leuchtet und trotz schwerster Anstrengung weitermachen lässt. Goswins Neugier und Wissen ist wie das Streben von Mensch und Tier nach dem Horizont zu greifen und zu lernen, was die Natur einen lehren kann, um an ihrem Beispiel für sich und andere ein verantwortungsvolleres und bewussteres Leben zu leben. Und Ikaju, ich kenne sie jetzt schon so lange und beginne doch erst jetzt, sie wirklich zu verstehen. Vielleicht ist das mit Kindern so. Sie ist ja kein Kind. Manchmal vergesse ich das. Sie ist der mahnende Finger, der Fuß, der behutsam auf das Eis gesetzt wird, um zu prüfen, ob es einen trägt. Sie ist die mir oftmals mangelnde Vorsicht. Und dafür bin ich ihr wirklich sehr dankbar. O immer hilfsbereite Maid, nun brechen wir wieder auf zu einem bekannten Ziel und doch erwarten uns ungeahnte Schrecken und Gefahren, denen ich mich in der Art noch nie stellen musste und auch niemand meiner Gefährten, soweit ich weiß. Ich weiß, Ifern, du verabscheust Gewalt und Grausamkeit, schätzt aber Mut, Entschlossenheit und den Willen, sich schweren Prüfungen zu stellen. So sage ich dir, Ifern, dass wir mit deiner Gnade alles tun werden, um den Norden zu schützen. Wir gehen in die Finsternis, bekämpfen uns unbekannte Schrecken und stellen uns einer schwarzen Flut. Herrin Ifern, für diese, meine größte Reise, erbitte ich deinen Segen. Schütze meine Gefährten und mich auf dieser Reise. Lass uns deine Gnade zuteil werden und behüte all jene, die wir einstweilen zurücklassen müssen. Ifern, gnadenvolle, göttliche Schwänin, für immer in deinem Namen. Und dann reibt er das Amulett nochmal zwischen den Händen und nickt dann wie zu sich selbst. Ja, während dem ganzen Gebet hat der Wind draußen aufgeheult und man hat gemerkt, wie Schnee gedrückt wird gegen die Außenmauern eures Iglus. Wie der Wind mit voller Kraft dagegen peitscht. Und mit den letzten Worten, die Lothir spricht, meint man, dass das Heulen und das Drücken des Windes zumindest leicht nachlässt. Als ob sich jemand zwischen den Wind und euer Iglu stellt. Als ob jemand seine Schwingen ausgebreitet hat um euer Iglu.
und es wird leise, wo vorher noch dieses immerwährende Dröhnen des Windes war, ist jetzt eine Seelenruhe. Man hört den Wind zwar immer noch in der Ferne, aber er ist nicht mehr nah bei euch. Er bedrückt euch und bedrückt euch nicht mehr und irgendetwas hat sich verändert. Und Goswins Licht unter den vielen Decken scheint etwas heller aufzuglimmen. Loti wird dann seine Wache absitzen und natürlich darauf achten, ob irgendwas sich nähert, wobei er jetzt davon ausgeht, dass wir wirklich sicher sind. Zumindest einstweilen. Würde dann halt demnächst in der Wache wecken. Und die macht schon noch ein bisschen seine Rippen zu schaffen. Mhm. Ist ja auch noch recht angeschlagen. Wen wächst du denn für die zweite Wache? Ich würde Ilva wecken. Ja. Also, top. Dann. Wie verbringt denn Ilva ihre Wache? Also als du aufwachst, siehst du... Bewegung. Also als du aufwachst, siehst du halt, dass das freundliche, bärtige Gesicht Loti ist über dir. Du hörst den Wind, den du beim Einschlafen so quasi so monoton noch irgendwie gehört hast, irgendwie hörst du nicht mehr. Es ist ruhig, es ist völlig ruhig. Du hörst nur das Knistern und das Streifen über die Felle, wenn sich Loti bewegt und wenn du dich bewegst. Man hört so ein leichtes Schnarchen aus dem Schlafsack von Ikayo und Goswin. Wem es gehört, weiß man nicht. Und man hin und wieder hört man, wie sich die Hunde bewegen. Aber sonst ist es total ruhig hier. Du hast so ein Gefühl von Wärme. Ob das jetzt von Lot hier abstrahlt oder ob das jetzt ist, weil ihr euch jetzt hier so nah aneinander gelegt habt, kannst du nicht genau sagen. Naja, aber um Wache zu halten, muss man wohl raus, ne? Es hilft ja alles nichts. Ich nehme aber meine Felle mit und wickel mir die nochmal so irgendwie um den Körper, so um die Schultern zumindest. Und würde auch draußen in Bewegung bleiben. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und in die Ferne gucken oder so. Ja, wusste ich das nicht? Loti war drin geblieben, so hatte ich das verstanden. So, natürlich dann würde ich drinbleiben. Kannst auch rausgehen, wie du möchtest. Das ja nicht genauso machen wie Loti. Ja, nun, aber nee, ich würde tatsächlich rausgehen und ich würde aber vielleicht dann, wenn ich jetzt weiß, dass Loti drin geblieben ist, nicht die ganze Zeit draußen bleiben, aber ich würde auf jeden Fall mal nach draußen gehen und gucken, ob man irgendwas sieht, weil Schnee bei Nacht reflektiert ja ziemlich stark. Man müsste ja trotzdem irgendwie wohl was sehen können. Mhm. Und dann würde ich einfach draußen ein bisschen so im Kreis fast ein bisschen rumlaufen um unser Lager und gucken, man wird ja sehr weit in die Ferne gucken können, ob irgendwas da ist. Und die Zeit würde ich aber auch nutzen, irgendwie mich noch ein bisschen zu bewegen. Das heißt, ich kreise mit den Armen, ich hüpfe ein paar Schritte und sowas, einfach um mich warm zu kriegen. Ja, der Schnee gibt lautes Knirschen von sich und wenn Lothar gerade einschlafen will, irgendwie im Iglo hört man das von draußen, wie Ilva sich draußen um das Iglo herum bewegt. Ansonsten, Ilva, ist es total ruhig draußen, der Wind hat anscheinend abgenommen oder abgeflacht und weht nicht mehr. Auch der Schneefall hat aufgehört.
vielleicht hier und da noch einzelne Flocken, die vom Himmel fallen. Es sind leichte, kleine Wolken nur am Himmel, sonst ist es sternenklar. Und die Sterne und das Mardamal leuchten tatsächlich so auf deren nieder, dass der weiße Schnee es irgendwie reflektiert und so ein leichtes Glitzern und Schimmern von sich gibt. Das ist nicht wirklich hell, aber man kann zumindest ein bisschen sehen. Und soweit du dich umblicken kannst, ist nur weißes Glitzern. Kein Baum, kein Busch, wie eine Wüste aus Schnee. Schnee wehen um Schnee wehen. Ja, wenn da eine Weile nichts zu sehen ist in alle Richtungen, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder zurück ins Iglu gehen und dort dann irgendwie sitzend und eingewickelt meine Wache zu Ende machen. Ja. Ja, wenn du wieder zurückkommst ins Iglu, drinnen ist es wesentlich dunkler als draußen. Und ja, man sieht das Einzige, was den Innenraum beleuchtet vom Iglu, ist ein kleiner Lichtschimmer, der aus dem Schlafsack von Ikayo und Goswin herausschimmert. Ansonsten, ich weiß nicht, möchtest du noch eine dritte Wache wecken oder möchtest du den Rest der Nacht wachen? Ikayo wollte die letzte Wache machen. Die wecke ich dann. Ja. Die schläft mit Goswin in einem Schlafsack. Jetzt wird's interessant, wie man sie separat weckt. Oder ob Goswin mitwach wird. Also, ich bin ja jetzt nicht besonders feinfühlig und dafür auch nicht bekannt. Ich würde immer an der Schulter rütteln und sage, aufstehen, du bist dran. Und was Goswin damit macht, das müssen wir mal gucken, wie doll Eva dann mitwackelt, wenn Ikayo dann mitwackelt, wenn ich nur ihre Schulter anpacke. Ja, Ikayo, du wirst unsanft durch ein Rütteln geweckt. Ja, das ist okay. Ich habe sowieso einen leichten Schlaf und werde relativ schnell wach. Dann bist du wahrscheinlich schon länger wach gewesen, weil Lot hier unglaublich laut schnarcht. Nein, es gibt Gründe, warum ich die letzte Wache haben wollte. Es gibt Gründe. Der erste Grund ist, man hat die am meisten zusammenhängenden Stunden Schlaf, wenn man wach hat. Der zweite ist, er schnarcht. Bedeutet, du bist schon längst in der Tiefschlafphase, wenn der anfängt, sein Konzert da hinten abzufahren. Bedeutet, ich schäle mich vorsichtig aus dem Schlafsack, um Goswin nicht zu wecken und schieb ihn dann so ein bisschen in Richtung Lothir. Wärmt, der arme Elf. ich hol Liska mit so einem leisen hol ich hoch und lass sie in den Schlafsack krabbeln. Dann hat er ein fälliges, warmes Wärmekissen. Und ich verlasse das Zelt auch. Der dritte Grund, warum ich nämlich die letzte Wache mache, ist der Sonnenaufgang. Mhm. Der Sonnenaufgang auf dem ewigen Eis ist somit eins der schönsten Dinge, die man in dieser Welt sehen kann, wenn sich die Farben in der sonst bleichen und schneeweißen Landschaft langsam über den Horizont schieben und das ganze Eis in eine glitzernde Fläche verwandeln, während hinten halt die blutroten Farben über den Wolken aufgehen. Das ist einfach unglaublich schön. Und bis es soweit ist, werde ich mir die Zeit damit vertreiben, die Schlitten zu entschneen, die vor dem Iglu sind, die Umgebung im Auge zu halten und ansonsten ein bisschen rumzulaufen und mal so zu sehen, ob es irgendwelche Spuren im Schnee gibt, ob sich irgendwas unserem Iglu genähert hat über die Nacht. Ja. Ja, wie weit gehst du denn vom Iglu weg, um nach Spuren zu suchen? Sichtweite. Mhm. Auf einer relativ platten Ebene sind, also irgendwann habe ich keine Sichtweite mehr, wenn ich halt um die Düne rum bin,
Aber, ja, wie gesagt, es ist, da ja wir auf eine relativ... es ist ja auch stockduster, also bis auf den Stern- und Mondschein. Also es glitzert halt überall ein bisschen, so gibt so ein ganz leichtes Schimmern nur ab, aber sonst ist es halt wirklich finster. Von daher wirst du da nicht weit kommen. Ja, ich bin das ja gewohnt. Ich bin ja im Eis aufgewachsen und meine geschlitzten Augen sind gewöhnt daran, Dinge im Dunkeln auseinanderzuhalten mit dem wenigen Restlicht. Von daher, wenn es sehr dunkel ist, nur Sichtweite, wenn es ein bisschen heller ist, dann halt auch ein Ticken weiter, aber halt erst, wenn die Sonne so ein bisschen aufgegangen ist, weil man da noch mehr sieht. Mhm. Ja, wieder in der Tat, hast du das eben schön beschrieben, wie der Sonnenaufgang sich vollziehen wird. Im Winter hinter so einem Schneehügel wird die Sonne aufgehen und halt das Farbenspiel beginnen. Und zuerst das Glitzern intensivieren und dann wirklich auch die Farben werden sich in den Eiskristallen brechen. Und ein eigenartiges Farbenspiel von sich geben. Und du kannst dann in den ganz frühen Morgenstunden tatsächlich etwas weiter sich vom Iglu entfernen, um zu schauen, ob sich irgendetwas genähert hat. Und tatsächlich entdeckst du hinter der letzten Schneedüne ein paar Spuren im Schnee von großen Füßen. Okay. Kann ich die deuten? Mach mal eine Fährtensuchenprobe. Ja, jetzt mit Lady Luck oder nicht? Ich bin sauer auf Lady Luck. Mach mal mit dem Würfel. Okay. Dann richtig würfeln. Okay. 6, eben wollte 5, sie 5, nicht, 5, jetzt wollen das wir nicht. Ich so. Auf jeden Fall halt. Genau. Wer nicht will, der hat schon. Oh, Mut in die Geschick. 14 ist geschafft. Voll drin, das heißt, ich habe 8 über, das sind 3 Qualitätsstufen. Mhm. Ja, du hast solche Spuren noch nie gesehen. Was hat man von gehört, aber eigentlich auch nur in Erzählungen. Also entweder sind es Spuren von großen Menschen, vielleicht Fjarninger vielleicht, was sollten die aber so tief im Süden? Außer Ilva. Gut, Ilva ist jetzt auch hier. Oder es sind halt Bären oder sowas, könnte man sagen. Große Bären. Allerdings sind das für Bärenspuren, würdest du sagen, sehr eigenartig, weil Bären normalerweise ja auf 4 Pfoten laufen und sich nur aufrichten zum Kampf. Und die Spuren, die du hier vorfindest, sind in der Tat von einem zweibeinigen Wesen. Sehr merkwürdig. Ich werde die anderen danach einmal drauf aufmerksam machen. Vielleicht fällt denen was Schlaues dazu ein. Und die Geschichte, die dir dazu einfällt, ist, soll im Schnee manchmal weiße Schrate geben. Schneeschrate. Okay. Aber das sind Geschichten. Ja, gut. Dann wird meine letzte Amtshandlung sein, bevor ich die anderen wecke, ein klitzekleines Feuerchen zu machen, um Wasser für Tee zu erhitzen. Mhm. Gut. Dann lässt du die anderen wahrscheinlich auch ausschlafen. Ich weiß nicht, wie tief euer Schlaf sein wird, wie schnell ihr aufwacht. Aber wenn ihr dann aufwacht, wird euch so ein bisschen der Geruch von Tee, von warmem Tee irgendwie in die Nase steigen. Vielleicht wacht ihr auch davon auf. Irgendwie ein starker, kräftiger Schwarztee wahrscheinlich. Ja. Im Iglu ist es warm, halbwegs. Ikayu hat vor dem Iglu wahrscheinlich mehr Probleme mit der Kälte als ihr drin. Aber sie hat zumindest das Feuer jetzt. Ich hab mich auch bewegt. Ja. Wie war denn das nochmal mit der Regeneration? Oder sind wir wieder... Ja, Regeneration Hit. Ist 1W6. Ah. Ach, ich hab gar nichts mehr.
Ich meine, Loki hatte Boni gekriegt durch die Heilzauber, die irgendwie gewirkt waren und durch die Heilverbunden und Heilt. Ich weiß nicht, hast du dir hoffentlich aufgeschrieben, wie viel Boni du da bekommst. Ich meine, Goswin hatte auch irgendwas gekriegt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin halt noch immer ziemlich stark angeschlagen. Ja. Das Amulett von Goswin ist übrigens erloschen wieder. Das glimmt nicht mehr. Jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen durch den Eingang des Iglus durchgehen. Ja, ich warte dann, bis die aus ihrem Iglu gekrochen kommen. Und hocke vor dem kleinen Feuerchen. Mit 4 Bechern. Ich steck mal den Kopf ins Iglu, was zur Hölle? Ikayo ist. Ich guck Ikayo an, ich guck Liska an, Ach, egal. Oh Gott. Ich geh raus, hole einen Becher starken Schwarztee, geh zu Goswin, klopf ihm auf die Schulter. Guten Morgen, Sonnenschein, drück ihm den Becher in die Hand. Ich hoffe, du hast gut und warm geschlafen. Oh ja. Danke. Ich halte in der einen Hand den Becher, in der anderen Hand massiere ich mir weiter den Gläfen. Ich hätte gedacht, dass du schüchterner bist. Hätte ich nicht erwartet, dass du einfach so zu mir in den Schlafsack springst. Hm. Wer hätte das gedacht? Ein Angebot von einer warmen jungen Dame? Ja, die Hunde bellen natürlich auch, wenn sie aufwachen. Genau, Liska beschwert sich, dass Goswin diese ungestüm geweckt hat. Ich scheuche die Hunde raus. Die kriegen jetzt auch von mir ihr Frühstück. Eine Mischung aus Kraftnahrung und Wasser. Und dann komme ich rein mit den beiden anderen dampfenden Teebechern und drücke einen Lothier und einen Ilva in die Hand. Und mein zu Lothier, na du alter Schneebär, ich habe gedacht, du sägst uns das Dach über dem Kopf ab. Ich weiß doch, dass du gute Iglus baust. Naja, ein gutes hat es. Wahrscheinlich hat es ein Schneestrahl von unserer Spur vertrieben. Eine was? Ja, ich habe Spuren im Schnee gefunden. Sehen ziemlich eigenartig aus. Schrate? Wer weiß, kannst es dir ja nachher mal ansehen. Wäre mein Tipp. Oder, keine Ahnung, große, behaarte Wesen. Mutter, guckt man sich runter. Nein, nicht du! Das war ein guter Tag und eine gute Nacht. Ja. Der Tag ist noch nicht vorbei und du lobst ihn schon. Oh Gott, das kann heute ja nur furchtbar werden. Ich gehe mal lieber wieder. Damit stapfe ich aus dem Zelt. Kommt raus, das Wetter ist wunderschön. In der Tat, kein Schneefall mehr. Die Sonne strahlt über den blauen Himmel. Und hier tänzelt regelrecht nach draußen. Dreht sich dann draußen ein bisschen und macht einen Schneeengel. Goswin, ich empfehle dir Dehnübungen, damit die Glieder wieder beweglich werden. Sonst frierst du uns noch ein oder kriegst Krämpfe. Wenn Goswin die ersten Schritte aus dem Iglu rausmacht, schlägt ihm sofort die Kälte der Landschaft entgegen. Ja, also folgendes wird passieren. Also Goswin steht aus dem Schlafsack auf. Kayo hat recht. Na gut, wollen wir uns das gute Wetter machen. Geht raus und springt sofort wieder rein. Ach du heilige Scheiße! Ich fürchte, wenn du im Norden bleiben willst, um Schneeeulen zu erforschen, wirst du dich daran gewöhnen müssen, mein Lieber. Oh. Und da war der Tannenzapfen weg. Fängt brüllt und zu lachen. Ja.
Lothar kugelt sich noch ein bisschen durch den Schnee. Die Sinne wird schon wissen, warum sie mich hierher geschickt hat. Um kristallin zu werden. Ich bewerfe Lothar mit Schneebällen. Oh. Ja, was macht Ilva? Ich gucke mir das bunte Treiben so ein bisschen kopfschüttelnd an, aber fange dann auch an, so ein paar Hampelmänner und irgendwie solche paar Übungen zu machen, um wieder warm zu werden. Werfe Ilva mit Schneebällen! Ich werfe zurück und ich seife dich sowas von ein, Fräulein. Jetzt kannst du aber aufpassen, du. Da muss ich mich erstmal wischen. Ja, ich jag die Kaju. Ich lauf weg! Ja. Dann ist es ein buntes Treiben rund um euer Iglu herum. Und ja. Und durch die Schneeballschlacht wird er aber auch warm. Ja. Irgendwann geht es aber wieder daran, sich auf den Weg zu machen. Vielleicht habt ihr sogar eine halbe Stunde oder so mehr verweilt, als ihr eigentlich euch leisten könnt auf eurer Mission. Aber manchmal muss es halt auch einfach sein, mal das innere Kind herauszulassen. Vielleicht hat Goswin ja, als er dann sich doch wieder an die Kälte langsam gewöhnt hat, die draußen herrscht, auch einen Schneeball mitgeworfen oder so. Wenn man das mit diesen dicken Handschuhen, das muss man auch erstmal üben. Und ja. Vielleicht habe ich den Schneeball hier gar nicht angefasst. Das könnte sein. Ein Hoch auf den Forikus. Und auf jeden Fall kriegt dann Goswin, wenn wir weiterfahren, den Mantel wieder drüber. Über die restliche Strecke. Ja. Ich gucke sehr dankbar. Er klopft dir einfach fest auf den Rücken. Ja. Und ja, ihr fahrt und Goswin kann mal eine Sinnesschärfenprobe machen, wenn er da so in seinem Schlitten rumsitzt. Mal wieder irgendwie den Fahrtwind ins Gesicht kriegt und sich irgendwie außen umguckt. Das tut er gerne. Ihr fahrt gerade an einem kleinen Waldstückchen vorbei. Die Bäume sind ziemlich hoch eingeschneit. Man sieht nur noch die Baumkronen oben aus dem Schnee herausgucken. Es sind Tannenbäume, ja, irgendwie. Drei Qualitätsstufen und dann sieht er tatsächlich eine Schneeeule auf einem der Bäume sitzen. Ja! Ja, leider fahren wir wahrscheinlich sehr schnell dran vorbei. Ja, kannst ja fragen, ob ihr anhalten könnt. Lothar! Ja? Können wir anhalten? Was? Können wir anhalten? Warum? Der muss mal! Schneeeule! Was? Ich krieg jetzt halt echt jetzt. Fünf Minuten. Jawohl. Also, ich spring runter, weiß natürlich sofort, wo ich mein Zeichenzeug bin, hol das raus und renne erst und dann langsam schleiche ich in Richtung Schneeeule. Mhm. Ich will hinterher, ich will wissen, was der da tut. Und schleiche mal. Yes. Etwas, was ich kann. Aha. Und Ilva und Lothar, wenn sie zurückbleiben, bleibt ihr zurück? Schneeeulen? Ernsthaft? Oh, nee. Was ist denn mit den Hunden? Es ist Verbergen. Ja. Ein neues System. Also so neu ist es ja inzwischen nicht mehr. Lothar wird sich auch um die Hunde kümmern. Dann könnt ihr, die zurückbleibt, auch mal eine Sinnesschärfenprobe machen. Ikayo schleicht wie die beste Schleicherin mit so großen Schneeschuhen, das kann, durch den Schnee. Ich bin ein Schneeleopard. Goslin stellt einfach mal unter Beweis, dass er absolut keine Ahnung hat, wie man sich auf Schnee bewegt. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie der Storch im Salat mit diesen riesen Schneeschuhen unter dem... Und es kommt natürlich nicht dazu, dass er schleicht. Ja. 3QS. Dito. Ja, Lothar und Ilva bemerken, dass die Hunde beim Schlitten ein bisschen unruhig sind. Ach.
Die Schneeeule flattert natürlich, weil Goswin da so herumstapft, wie sonst, ist er relativ schnell weg. No! Du bist gerade so gerade angekommen und guckt sie dich nochmal so an. Juhu! Und flattert dann weg. Und die Kaille steht daneben und kriegt sich nicht mehr ein. Die hält sich den Bauch und hat Tränen in den Augen. Was war das denn? Was hast du versucht, dich einzugraben, während du läufst? Was sollte das? Ach, was weiß ich. Das nächste Mal beobachte ich sie einfach aus der Ferne. Und das nächste Mal nehmen wir ein Wurfnetz mit und ich hole sie einfach runter. Diesmal nehmen wir ein Wurfnetz mit und ich hole sie dir runter. Nein, ich will sie in freier Wildbahn ziehen. Ja, aber um sie zu zeichnen, musst du sie doch von nahe sehen. Ja, aber wenn ich weit weg stehe... Ach, ich kann zaubern. Ich kann das... Kann auch von weit weg nachgucken. Warum musstest du dann an sie ran? Weil wir gestern ziemlich übel angegriffen wurden und ich deswegen nicht mehr gut genug zaubern kann heute, um du weißt. Was ist das eigentlich mit dir und den Eulen? Also, warum? Warum nicht? Eulen sind schön. Ja, aber warum ausgerechnet Schneeeulen? Du bist ja regelrecht wild auf die. Ja, die sind ja auch besonders schön. Und sie sind groß und sie können lange fliegen. Und sie können sich hier sehr, sehr gut... Du willst dich in eine Eule verwandeln. Ja, genau. Ich muss ja Tiere kennen, in die ich verwandle, sonst geht das schief. Und deswegen will ich sie beobachten. Ich weiß gern, worauf ich mich einlasse. Auf einen Vogel, der nicht blinzelt. Die blinzeln nicht? Und seine Beute im Ganzen wieder hochwirkt. Ja. Komm, wir gehen zurück. Ihr dreht euch gerade um, da fangen die Hunde am Schlitten an zu bellen. Jetzt sofort aufmerksam. Scheiße. Los, komm. Diesmal schleiche ich nicht. Das sieht kein großer Unterschied, aber... Ganz ruhig. Ilva, weißt du jetzt, warum man ein Sprichwort sagt, man kann auch mit den Armen laufen? Ja. Lothia und Ilva, die in eure Richtung gucken, können noch mal kurz noch eine Sinnesschärfenprobe machen. Jo. Während sie die Hunde zurückhalten. Wieder 3 QS. Dito. Dann seht ihr, dass sich irgendwie, also dieses kleine Wäldchen aus Tannenbäumen ist ja quasi bis hoch eingeschneit, habe ich ja gerade gesagt. Und zwischen den einzelnen Baumkronen scheinen sich jetzt Teile des Schnees zu bewegen. Verschwinden! Jetzt! Aufgesessen lang die Zügel. Ich war neugierig, ne? Ja. Immer ein schöner Nachteil für Helden. Lutschi, so geht mal ein paar Schritte nach vorne. Ja. Goswin kommt dir gerade entgegen. Geht's dir gut? Da war was im Tee. Was? Ich erspare mir das jetzt, dass er noch nicht mal Schneeschuhe bräuchte. So. Ja, Lothia geht mal ein bisschen näher an die sich bewegende Bäume ran und ruft dann, hallo? Ja, es kommen inzwischen 2 große Gestalten, weiß bepelzt, sehr groß, die sich auch zwischen den Bäumen herausschälen. Eben hat man sie noch für Teile des Schnees gehalten, wegen dem weißen Fell. Aber inzwischen kommen sie halt aus zwischen den Bäumen hervor und stapfen auf euch zu.
Man nimmt aber immer noch Bewegungen so hinten zwischen den Bäumen wahr. Lothir, wir sollten hier verschwinden! Und hier nimmt man den Bogen ein bisschen runter. Wie sehen die aus? Ja, sie sind... Ja, Lothir ist ja schon ziemlich groß, glaube ich, ne? Knapp 1,90. Genau. Also du würdest sagen, sie sind gute 5-6 Köpfe größer als du. Und sehr massiv. Sind halt von oben bis unten bepelzt. Irgendwie der... das Gesicht ist halt sehr dunkel und wulstig noch irgendwie zu erkennen. Zwischen dem Fell, das sich auch ins Gesicht reinzieht. Dicke, strähnige, mit Eis bewehrte Fellteile. Vielleicht haben sie es auch irgendwie teilweise mit so einem Tran eingerieben, sodass es so dicke, pelzige Strähnen gibt. Teilweise haben sie sich so Dinge in so kleine Knochen in die Bart, wenn es denn ein Bart ist oder nur ein Teil des Fells, in den Bart reingeflochten. Und sie tragen weiße Felle um die Lenden. Oder teilweise halt auch so als Schurz so über die Schulter. Einer davon hat eine große Keule. Mit ganz vielen kleinen verzierten Schnitzereien. Die Keule ist fast so groß wie Goswin. Und er zieht sie so hinter sich her. Hallo! Lothir, verdammt nochmal! Auf den Schlitten! Mikaio. Wer ist das? Keine Ahnung, aber es ist größer als ich, hat eine Keule und es sind mehr als wir. Also weg hier! Oh Gott, ich spring vom Schlitten und hol Lothir. Der Große mit der Keule, der noch einen Ticken größer ist als der, der hinter ihm geht, fängt dann an mit einer ganz tiefen, sonoren Stimme zu reden. Wir wollen eure Waffen, Schlitten, Dachse, eure Pelze. Und das ist ziemlich klares Gareti, was allerdings ein bisschen also vielleicht in eurem Falle eher Alani, weil da oben Alani gesprochen wird. Also ziemlich klares Alani. Aber das wirkt irgendwie komisch. So. Vom Duktus der Sprache her so ein bisschen auswendig gelernt. Das brauchen wir aber selber. Ich schnapp mir Lothir und fang an ihm zu ziehen. Komm jetzt! Die sind nicht freundlich! So halbherzig ziehen. Wir haben erst gestern gekämpft. Du bist nicht wieder fit. Goswin hat keine Magie. Wir also wollen eure Waffen, Schlitten, Dachse, eure Pelze. Und hebt dabei so die eine Pranke. Geht leider nicht, brauchen wir selber. Aber er lässt sich ziehen, er lässt sich ja ziehen. In dem Moment läuft stapft mit schnellen Schritten eine weitere große Gestalt aus zwischen den Bäumen hervor, der ein bisschen anders aussieht, auch relativ, also ein bisschen kleiner ist als die anderen beiden und ein silbernes Fell hat. Es glänzt auch schön silbrig irgendwie zwischen dem Weiß des Schnees und ruft dann zu euch hier rüber. Brumm! Rassen das! Hat das einer verstanden? Winkt dann zu euch rüber, mein. Schlachtung! Werre!
Saal, Freund! Wenn das jetzt nicht nur Yuka ist. Riecht der oder hustet der? Egal, er winkt. Schnell hin. Ja, er macht auch, er versucht halt zu. So. Ja. Ja, also ich würde sagen, entweder kriegen wir hier aufs Maul oder der da drüben hat irgendwas mit uns vor. Schau, Dong. Dann lieber der. Geht zu dem anderen rüber und hängt so die Keule auf den Boden. Und so zieht ihm so am Arm, sodass er die Keule halt in den Schnee fallen lässt. Stellt sich dann so irgendwie mit dem einen Arm so vor den und macht so Schau, Dong. Hast du nicht gesagt? Fraum! Hast du nicht gesagt? Er sagen, er ist unser Freund? Der Silberne, ich bin mehr als skeptisch. Der Silberne, was Goswin jetzt auch auf jeden Fall sehen kann, dadurch, dass ihm warm wird unter seinem Pelz an der Brust. Der Silberne trägt eine Kette mit einem bläulichen Stein, der auch schimmert. Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Ey, Leute! Ja, das ist echt so. Ikaio schmeißt die Arme in die Luft. Okay, I'm out of here. Nein, 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 nein. Einfach nur nein. Verbündete Freunde. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo Goswin vom Schlitten steigt und auf den und ihm genau. Und Lothar wirft die Kajo einen Blick zu, aber ich bin nicht der Einzige. Kajo ist echt so Faxes, shit, I'm out. Okay. Alamariten, okay. Irgendwelche komischen Elfen, okay. Irgend so ein Typ mit einem Kloster, okay. Aber ein 2 Meter hartes Vieh, das sich nicht artikulieren kann und Leute überfällt, weil es irgendwelche Schlitten und Dachse will, die zum einen zu klein sind, es sind zu benutzen. Nein! Nein! Ja, wenn Goswin näher herangeht, bist du erstmal auf Lothiers Höhe, weil Lothier war ja der am nächsten dran gestanden hat. Ja, ja. Was macht Lothier, wenn der Goswin so an dir vorbeistafft wie so der Storch durch den Schnee? Er hat gelernt. Lothier, so deutet dann auf sich. Lothier. Lothier. Er grinst. Mom. Brom. Brom. Goswin. Goswin. Guck zu Elva rüber, so nach dem Bitte sagen, dass also du verstanden hast. Haut dem Großen so auf die Brust. Brom. 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 Ich guck mal so Fragen und zeig jetzt mal. Brom. Brom. Ah. Ding, 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 ding. Ciao, Gong. Brom. Auswendig lernt. Nicht. Kann. Sprache. Mhm. Also, er ist der, der die Sprache gelernt hat. Brom. Brom, verstehst du, was wir sagen? Dann kommt wieder ein. Und schaut dich so mit großen Augen an. Wir wollen eure Waffen
Schlitten, Dachse und Pelze. Lothar, der hat den Spruch einfach nur gelernt. Der kann nichts anderes. Na, lassen wir das. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich Sturz betrunken. Damals im Ferienlager? Ja. Damals nach Ikarios Geburt. Das erklärt auch, haben wir keine Taxi. Wir sind Freund. Das sind unsere Freunde, sagt er, oder? Dann sind auch wir eure Freunde. Jawohl. Und ich hole noch mal das Amulett raus, das da so. Ja, schön, Amulett sind alle Freunde. Wir haben trotzdem ein Ziel, schon vergessen? Was wollt ihr noch von uns? Ihr nicht fahren. Warum nicht? Lothar spannt sich mal an. Da. Rordak. Spuckt in den Schnee. Solche Ohren? Und ich zeige ihm meine Ohren. Ja. Bitte. Solche Ohren? Nein? Ohren. Chakraga. Ja, genau. Solche Ohren. Kennt ihr Chakraga? Chakra. Nickt. Feinde von euch? Greifendorf. Bei uns auch. Wir bekämpfen Chakraga. Klack, klack. Schlagen kaputt. Chakra. Ist eine gute... Rordak, nicht schlagen, Chakra. Was machen Hordak denn dann? Rordak, böse. Aber was sind Hordak? Sind das Tiere? Hordak wie Klack Klack, nur böse. Ah. Oh. Das ist ein anderer Stamm. Stamm. Und der andere guckt zu ihm rüber. Wir wollen eure Waffen. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja, das Problem ist, wir müssen da durch. Ikaio kommt jetzt nach vorne. Wir müssen zu einer Hütte und zwar so schnell wie möglich. Lothar hat sich gerade zu überlegen, ein ganzer Stamm von denen. Wo beginnt das Gebiet von Hordak? Nach Stein. Stein. Quinja Quen ist gut. Duck gleich Ente gleich böse.
Was für ein Stein? Großstein. Weiß ich von einem großen Stein, der auf dem Weg kommt ein, liegt? Es kommt so ein kleines Gebirge. Da müsste da durch so ein Pass durch. Ah. Wir müssen nach Frigorn, einer Menschenstadt. Kennt ihr einen besseren Weg? Klack, klack, war Frigorn. Warnen, klein, klein. Das ist gut. Klein, klein, laufen. Ah, das weniger. Das würde heißen, dass Frigorn evakuiert ist? Es klingt so. Groß, groß. Auf Glack, Glack. Schießen. Sie haben Kinder gewarnt. Und die Großen haben auf sie geschossen. Verübeln. Ja, tut mir leid. Wenn so ein 2-Meter-Vieh mit einer Keule neben meinen Kindern steht. Du hast selber gefragt, ob er hustet oder spricht. Also. Ja, ja, ist schon. An See. Oh. Am blauen See. See. Wollt ihr Chakragar bekämpfen? Böse Chakragar. Kommt ihr mit nach Frigorn, um gegen Chakragar zu kämpfen? Wir kämpfen stark. Das heißt, die wollen uns den Weg freimachen? Ich glaube eher, dass sie hier bleiben, um die Rotak zu bekämpfen. Ja, um uns den Weg freimachen. Die Frage ist, ob wir seinen Stein bekommen können. Naja, bisher haben alle Steinträger gesagt. Naja, also. Im richtigen Zeitpunkt und so. Wir bekämpfen Chakragar. Ist noch jemand in Menschenstadt Frigorn? Groß, groß. Und Kleinhutmensch. Ich würde mal auf den Stein auf seiner Brust deuten. Weißt du, was das ist? Häuptlingsstein. Warum Häuptling? Damit werden wir ihn auf definitiv nicht klein, klein Häuptling. Schuller zeigt auf Goswin. Klein, klein. Blutig klopft ihm auf die Schulter. Also, furchtloser Häuptling. Aha. Es läuft die Zeit davon, Leute. Wir brauchen jetzt einen Weg. Ja, kommt ihr mit? Oh. Ich zeige in die Richtung. Zu Rotak.
Wir müssen nach Frigorn. Schnell. Wir kämpfen nach Dack. Das heißt, ihr bekämpft die Rotak und wir können währenddessen das Gebiet von denen durchqueren. Nee, ich glaube, die sind mit denen verfeindet und deswegen können sie da nicht durch. Aber wie sind sie denn zum Teufel das erste Mal? Tja. Wie seid ihr nach Frigorn gekommen? Laufen. Aber da lang? Aber ihr bekämpft Rotak. Rotak. Kommen mit Kram. Echt? Ey, das sind deren Verbündete. Verbündete. Das wird ja immer besser. Ich glaube, die wollen unsere Unterstützung, um gegen die Rotak zu kämpfen. Möchtet ihr, dass wir euch helfen gegen Khordak? Glack, glack, und klein, klein, sonst kaputt. Ja, das leuchtet ein. Ja, dann. Für seine Verbündeten muss man auch mal in den Kampf ziehen, habe ich gehört. Wir haben dafür aber keine Zeit. Wir müssen nach Frigorn, bevor diese blöden Chakragar in den Keller eingedrungen sind, um sich den einen Teil der Zauberformel zu besorgen. Frigorn. Ja, die wollen noch mit. Was können wir vier gegen eine ganze Armee ausrichten, wenn die damit vielen sind? Hier haben wir die Möglichkeit. Guck dir das doch an! Die sind riesig! Die haben was wir ausrichten können, habe ich schon vor 2 Tagen gefragt. In dem Kloster. Richtig. Aber wir sind ausgerufen, weil wir keine andere Wahl hatten. Und wir nehmen jetzt jede Chance, die sich bietet. Und da ist eine Chance. Und die werden wir ergreifen. Wie schnell kannst du laufen, Brom? Schnell, Brom, schnell. Brom, Häuptling. Brom, schnell. Brom, Krieger. Gut, wie lange brauchen wir bis nach Frigorn? Mit euch? Ein Sonn. Ein Tag. Gut, dann stehen wir hier nicht weiter rum. Los geht's. Yes! Ach ja, bevor ich's vergesse. Lothir? Ja? Komm mal her. Ah, jetzt krieg ich sie wieder. Er kommt rüber gestapft, wie so ein. Lässt so die Schultern hängen, den Kopf ein bisschen eingezogen. Gut hier quasi am Kragen, so an beiden Seiten, zieh ihn zu mir runter, bis wir so ein Stück voneinander entfernt sind. Guck ihm in die Augen und sag: Wenn du uns noch einmal wegen deiner verfluchten Neugier einer Horde von 2 Meter großen, keulenbewehrten Schneejetis aussetzt. Ich schwöre dir, mein Lieber, du wirst des Lebens nicht mehr froh. Dann werde ich dafür sorgen, dass du deinen Hochzeitstag in einem Stuhl mit Rädern verbringst. Haben wir uns verstanden? Ja, Mama. Gut, auf den Schlitten. Während wir dann auf den Schlitten steigen, tätschle ich Lothir die Schulter und guck erst nochmal, ob ich Kaio gerade guckt. Und sage dann, gut gemacht. Ja, so die Yetis. Ihr werdet uns doch alle umbringen! Die Yetis, denn es sind Yetis, werden neben euren Schlitten herlaufen. Die sind in der Tat relativ schnell. Und während ihr dann fahrt,
wird der Mrom nochmal irgendwie mit einem von euch reden wollen. Irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich mit Goswin, weil der der Häuptling ist. Während der Brom immer nur seinen auswendig gelernten Satz von sich gibt. Egal, was er will. Ja, aber. Zum Beispiel reicht der Ilva so eine kleine Schale rüber. Wir wollen eure Waffen, Pelze und Dachse. Ich gucke ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ist da in der Schale was drin? Ja, meine weißliche Flüssigkeit. Ich bedeute ihm so, ob man das trinken kann. Wir wollen eure Waffen. Pelze. Ich nehme mal einen Schluck. Ich probiere das mal. Ja, es schmeckt wie Ziegenmilch. Ah, gut. Dann nehme ich einen großen Schluck. Und bedanke mich. Klopfe ihm so auf die Schulter. Ja, musst du ein bisschen. Vielleicht kann ich ihm von unserem Proviant auch irgendwie ein Stückchen Wurst oder so anbieten. Als Tausch. Schokoriegel. Und dann so darauf herumlutschen. So. Wir wollen eure Waffen. Irgendwie ist der drollig. So. Ja, und der Mrom wird dann mit Goswin nochmal sprechen. Irgendwie. Warum ihr Frigorn? Chakragar haben bösen Plan. Chakragar suchen Schreck in Eis. Ja. Mit Langhals. Ja. Also, keine Ahnung, aber ja. Mrom gesehen. Echt? Hm. Oh. Mrom zeigen kann. Ich will das gar nicht sehen. Obwohl. Doch. Ja. Nein. Den wird auch niemals einer abkriegen. Der wird nämlich nicht alt genug. No in Not hier. Alle lebensmüde. Tja. Ja, vielleicht später. Aus sicherer Entfernung. Aber jetzt erstmal Chakragar aufhalten und Rordak bekämpfen. Rordak, böse. Ja. Was Govin machen mit Holz? Zeigt auf deinen Stab. Ach so. Das ist meine Keule. Das Keule. Sieht so eine große Keule. Das. Ja. Du, großer und breiter Yeti. Ich, kleiner und schmaler Goswin. Du, große und breite Keule. Ich, kleine und schmale Keule. Kleinhäuptling. Kämpfen mit. Pieksting. Tja, furchtloser Häuptling, ich fürchte, da musst du jetzt durch. Er läuft so einmal ein bisschen weg vom Schlitten rüber zu so einem kleinen Tannenbaum, der da irgendwie ist. Oh Gott, der bringt dir eine Keule, bild so eine junge Fichte. Oh nein, mach die jetzt an. Knickt dann so ein Aster ab und kommt wieder und schmeißt die so in den Schlitten. Besser pieks. Ja, das piekst wirklich sehr. Kannst du die bitte wieder runternehmen? Danke! Und aus diplomatischen Gründen behalte ich sie im Schlitten. Wenn du mit mir fährst, behältst du die nicht im Schlitten. Sorry! Er fährt bei Lothier mit, oder? Ja, ich fahre eigentlich bei Lothier mit. Ja. Und Lothier ist gerade nicht da, wie wir sehen.
sie immer alle rausfliegen müssen hier. Da ist er wieder. Goswin! Ja? Ich habe übrigens eine neue Theorie, was die Lichter angeht. Lass hören! Der Elf hat das doch Himmelslicht genannt, oder? Ja. Was ist das, wenn das ein gefallener Stern ist? Guck nochmal an. Also... Oder Teile eines Sterns. Ich komme ja aus einer Gegend, wo man ziemlich genau sieht, wie gefallene Sterne aussehen. Kurze Frage an den Meister. Wie sehen gefallene Sterne aus? Nicht so. Ah ja. Die sehen wesentlich größer. Also gefallene Sterne sind riesige Klumpen aus Erz. Ja. Aber es könnte natürlich ein Splitter davon sein. Aber warum ist das dann so ein Kristallform? Also es passt nicht dazu, dass es irgendwie Meteoreisen oder Meteorstahl oder sowas ist. Also, ja, könnte sein. Firnelf sagte allerdings auch, dass bereits seit langer Zeit das Himmelslicht in Besitz seiner Sippe sei. Elfen leben sehr lange. Wenn die sagen, lange Zeit, dann meinen die das. Ja, aber die Chakragar sind ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgetaucht. Und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass diese ganzen Steine irgendwann mal Teil eines großen Dings waren. Hm. Keine Ahnung, vielleicht ein ewiges Licht im Eis oder ein gefallener Stern oder was weiß ich, die Krone einer Glühwürmchenkönigin oder kaltes Feuer, was weiß ich, ich kenne mich damit doch nicht aus. Vorletzte Theorie halte ich für ein bisschen gewagt. Ansonsten, Hutmensch, nicht schnell reden. Warum nicht verstehen? Entschuldigung. Wir fragen uns, wo... Also, es geht darum, ob dein Licht an sein Licht passt. Wie ein Puzzleteil. Wie, wenn du einen Stein zerschlägst, kannst du ihn wieder zusammensetzen. Häuptlingsstein nicht zusammensetzen. Aber vielleicht früher Häuptlingsstein, kleiner Stein von großem Stein. Sein Häuptlingsstein, Teil von großem Stein. Großhäuptlingsstein. Das auch, meinetwegen, meine Güte. Ist doch jetzt egal, Definitionssachen, damit halten wir uns nicht auf. Es kommt doch auf die Größe an. Ja, das sagtest du. Können wir mal versuchen, dein Stein an seinen Stein? Aum. Damit wir sehen, ob die zusammenpassen. Streifst du seine Kette oder ab. Reagieren. Ja, also reagieren tun die auf jeden Fall, weil je näher die zusammen sind, desto heller flackern beide Steine. Verschmelzen die zu einem, wenn die sich berühren? Nein. Hätte ja sein können. Gut fühlen, wenn Kleinhäuptling hier. Tätschelt Goswit so. Heute schon genickt? Au! Der meint's mit seiner Liebe ganz schön gut. Ja, Liebe kann auch wehtun. Mhm. Ja. Wieso grinst du so? Weil es der Elf Faustik hinter den Ohren hat. Aha. Na gut. Weiter geht's.
Ja, ihr fahrt die ganze Zeit und die Yetis stapfen neben euren Schlitten nebenher und dann erreicht ihr tatsächlich ein kleines, eine kleine Felsformation, die aus dem Schnee herausragt und nur einen kleinen Pass zulässt, zwischen dem man hindurchfahren könnte. Ansonsten müsste man halt über das schroffe Gestein hinweg die Schlitten tragen und dann hochklettern. Dann Rom bleibt halt vor den Schlitten dann stehen, ist ein bisschen vorgerannt und meint dann schnüffelt so ein bisschen in der Luft rum. Zeigt dann so auf die Felsen und meint: Kleinhutmensch, acht! Ja, dann denke ich, halten wir alle an, oder? Na dann. Duck. Dann sollten wir jetzt wohl leise sein. Dann sollten wir jetzt wohl leise sein. Und man sieht, wie einer von den Yetis halt irgendwie nach vorne läuft, irgendwie an Rom vorbei, sich auf alle Viere begibt. Und dann müsst ihr schon total genau hinsehen, weil er auf einmal irgendwie mit dem Schnee zu verschmelzen scheint. Irgendwie, man kann ihn noch auf dem Schnee nur noch ganz schwer sehen auf einmal. Also jetzt, ihr habt gesehen, wie er sich dann so hingekauert hat und ihr könnt ihm auch nachfolgen, aber es ist halt, wenn ihr nicht wüsstet, dass er da ist, hättet ihr ihn wahrscheinlich übersehen. Dein Glück, Oswin. Der Mantel ist schneeweiß. Ja, aber der Rest von uns nicht. Der Iffirn-Mantel ist weiß. Wir sollten uns einfach so schnell und leise wie möglich bewegen. Ja. Was tun? Ihr werdet uns umgeben und versuchen, so weit wie möglich abzuschirmen. Und wir versuchen, so schnell und leise wie möglich durch das Gebiet zu kommen. Durch Lücke. Nicht Platz für Rom und Holz. Ja, dann werden einige von euch vorgehen, dann kommen wir und der Rest von euch kommt nach. Was, wenn oben Schnee runter? Dann haben wir unglaubliches Pech, aber diese Operation steht sowieso in Göttergnaden, deswegen. Wie schätze ich denn hier eine Lawinengefahr ein? Also, so könnte man die bewusst auslösen? Könnte man, ja. Also du warst jetzt noch nicht zwischen den beiden Felsmassiven, aber also wenn du irgendein bösartiges Wesen wärst, was einen Hinterhalt legen möchte, dann da. Sie könnten uns ziemlich leicht begraben, das ist richtig. Lothier, hast du genug Kraft, um da hochzufliegen? Lothier und fliegen? Ah ne, Quatsch, nicht Lothier, Goswin. Ja. Na gut. Dann mach ich das mal. Wonach soll ich denn genau ausschauen? Yetis. Ja, aber du hast gesehen, dass sie ziemlich gut verschwinden können. Ja. Der Yeti könnte ihn werfen. Aber so nah da oben an die Schneedecke kommt niemand außer dir. Na gut.
Vielleicht hätte ich noch einen anderen Trick auf Lager. Nee, Vogel wird besser sein. Dann tue ich Folgendes. Ich stelle mich auf den Schnee und ich zupfe wieder unsichtbare Fäden aus und halte sie mir vor die Brust und breite sie dann aus wie Flügel. Und sprech dabei Bestiasim. Wenn ich es jetzt nicht vergeige, nein, das tue ich nicht, dann gelingt mir der Zauber und ich verwandle mich in eine Eule. Eine Ohreneule, nicht wahr? Nee, ich probier's mal mit einer Schneeeule. Okay. Das gelingt aber wahrscheinlich, naja, also vielleicht habe ich den einen oder anderen schwarzen Streifen. Ah, okay. Ja, die Yetis sind total hin und weg, wenn du das machst. Der Rom geht zu Lothia. Verstehen, warum Häuptling? Zauber macht groß. Aua. Ja, und nachdem ich mich in eine Eule verwandelt habe, schlag ich mit den Flügeln und ja, genau. Und flieg mal in Fahrtrichtung. Mhm. Siehst du halt das Gebirgsmassiv halt, was da ist, der blanke Stein, der so ein bisschen halt mit Schnee bedeckt ist, und teils halt aber auch nicht, wo die Steine halt so schroff herausstehen, halt nicht. Und du siehst halt auch den Pfad, den ihr halt gehen würde, der sich halt zwischen dem Gebirge durchschlängelt, sich ziemlich schnell verengt, sodass tatsächlich wahrscheinlich nur ein Schlitten dann hintereinander da durchpasst und auf jeden Fall nicht nebeneinander. Ganz zu schweigen davon, dass die Yetis wahrscheinlich auch vor euch, irgendwie hinter euch auch mit ihrer massiven Breite halt auch Probleme haben könnten. Du siehst von hier oben tatsächlich diesen einen Yeti-Krieger, der irgendwie hervorgekrabbelt ist, irgendwie wieder da in am Anfang des Weges halt zwischen dem Schnee lang läuft. Und seine Tarnung ist hier irgendwie zwischen den Felsen weniger gut, weil auf irgendeine Art und Weise dieser Schatten, der von dem Felsen geworfen wird, immer entweder, das ist hell, dunkel, das scheint sein Fell nicht ganz mitzumachen. Und deswegen ist er hier wesentlich besser zu sehen, wenn er sich fortbewegt, als wenn er nur im Hellen unterwegs ist. Und ja, du fliegst halt weiter und siehst tatsächlich dann irgendwie, ja, 100, 200 Schritt, nachdem dieser Pfad begonnen hat, dass oben auf den Zinnen quasi mal, also ich nenne es jetzt mal Zinnen, auf dem Berg mehrere Schrate stehen. Aha. Wissen wir jetzt auch, was Hordak auf Yetisch heißt. Also es sind halt auch Yetis, ne? Also es sind schratartige Wesen. Ja. Ah, ja. Auch, die haben das gleiche weiße Fell. Tragen große Speere und Keulen. Und tatsächlich haben die große Schneebälle an den Rand des Canyons quasi gerollt. Die Säcke. Wie sind denn diese Schneebälle befestigt? Also müsste man die noch irgendwie weit rollen, damit die da runterfallen? Oder haben die irgendwie diese... Die haben sie mit so Stöcken halt quasi festgepinnt. Man könnte die halt, wenn man die jetzt rauszieht, dann würden die halt, wenn einer schubst, sofort in den Style fallen. Aber es ist, ja, okay. Also es müsste, die Stöcke müsste jemand rausziehen und dann müsste noch jemand schubsen. Genau. Das schaffe ich natürlich nicht. Nee, nicht als kleine Eule. Hallo.
Schneeäulen sind ganz schön groß. Im Vergleich zu den Yetis nicht. Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Gibt es einen Weg um diesen Canyon herum? Ja, fliegst ein bisschen einen großen Bogen, siehst dann tatsächlich, dass von eurer Seite und auch von der anderen Seite aus ein kleiner Weg oben, also ein Pfad, etwas versteckt liegt, den man aber aus der Luft ziemlich gut sehen kann, auf den einen Hang hinauf führt und auch wieder auf der anderen Seite hinab, also quasi zu dem Versteck der Yetis nach oben führt und dann wieder nach unten. Ah ja. Okay. Ganz also das massiv herum, da würdet ihr massiv Zeit verlieren. Also das zieht sich ziemlich. Zu beiden Seiten, ja. Also man könnte quasi den anderen Yetis in den Rücken fallen. Genau. Aha. Cool. Ja. Also zumindest denen, die auf der einen Seite sind, die auf der anderen Seite sind, wahrscheinlich nicht, aber die haben dann die Spalte dann dazwischen. Die könnten den anderen, müssen dann ihre Keule schmeißen. Die könnten den anderen dann nicht helfen. Ja. Ja. Ich denke mal, dann ist der Plan klar. Dann drehe ich ab. Mhm. Komm zurückgeflogen. Mach das ganz elegant. Ich komme runtergeflogen und verwandle mich quasi so im Landen zurück, sodass ich auf den Füßen wieder lande. Ja. Hast du deine Kleidung eigentlich mitverwandelt? Ja. Ah, okay. Sonst wär's jetzt ziemlich, zieh mich hier doch nicht aus! Du wärst ziemlich kalt geworden, ja. Dafür kann ich das doch! Ja, der eine Krieger, der vorhin vorgelaufen ist, ist inzwischen auch wieder zurückgekehrt und irgendwie die anderen, also Ikayo, Ilva und Loti, haben irgendwie gesehen, wie er sich mit so einer ganz kehligen, kratzenden, sehr konsonantreichen Sprache mit dem Rom unterhalten hat. Ich mach das jetzt mal nicht nach, weil das ziemlich unangenehm ist, klingt. Also in euren Ohren klingt das wie Krach. Und ich denke mal, keiner von euch kann Jetisch, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so die verbreitete Sprache da oben. Also. Und seht dann nur, also nur so nicken und dann dem Rom dreht sich dann irgendwie rum zu Ilva und meint dann: Pass frei unten. Ja. Wie unten? Also das war bevor Goswin wiedergekommen ist, ne? Ach so, ja. Ja, okay. Sobald ich gelandet bin, nehme ich meinen Stab, meine schlanke Keule. Und nicht den Tannenzweig. Nein. auch wenn es vielleicht Dorm, Gorm, Bronk, keine Ahnung, nicht gefallen dürfte. Ich nehme meine. Mhm. male mal diesen Canyon so in den Schnee. Oh. Und dann beginne ich zu berichten. Da stehen so und so viele, da stehen so und so viele, da haben die Schneebälle aufgeschüttet, so, und versucht das Ganze einfach ein bisschen zu beschreiben. Und zu allerletzt, wenn alle denken, oh verdammt, da kommen wir doch nie durch, erzähle ich mit gebührender Dramatik, es gibt aber einen Weg, und dann zeige ich ihn. Dort in den Rücken, der einen hilft. Hervorragend, furchtloser Häuptling. Heute gefällt er mir besser. Da ist er niedlicher. Wir laufen. Aber außen. Ja. Was der große Häuptling sagt. Der große Yeti mit der großen geschnitzten Keule läuft vor, winkt euch dann so: Wir wollen eure Waffen und Schlitten.
Und Dachse. Und fängt an, läuft halt vor. Ich muss ihm ganz dringend etwas anderes beibringen, sonst werde ich ihn irgendwann umbringen, weil er mir so unglaublich auf die Nerven geht. Wirklich, ich muss ihm ganz, ganz dringend etwas anderes beibringen. Mama, oh, Ikayu, glaubst du, man könnte zwischen den Yeti-Stämmen mit Dachsen handeln? Was? Keine Ahnung. Weißt du, Goswin, ich hab dich sehr gern. Aber deine Ideen, manchmal mache ich mir um deine geistige Verfassung wirklich Sorgen. Nein, weiß ich nicht. Sind ja auch höchstens Schneedachse. Die sind ja auch so zahlreich. Also Goswin hat auf der einen Höhe irgendwie 4 Yetis gesehen. Und ihr seid jetzt halt zu viert plus 5 Yeti-Krieger. Also inklusive dem Rom, dem Häuptling, dem Silberrücken, den ich jetzt mal, weil er silbernes Fell hat. Ihr seid also in der Überzahl. Auf der anderen Seite sind auch nochmal 4, aber die kommen ja nicht zu euch rüber. Die könnten euch höchstens mit Schneebällen oder Speeren oder sowas beschmeißen. Ja, und so, wenn man mal so die durchschnittliche Größe der Yeti-Waffen bedenkt, entspricht das wahrscheinlich einem mittelreichischen Katapult, wenn du davon getroffen wirst. Ja gut, dann muss halt erstmal über den Abgrund hinweg auch erstmal vernünftig treffen damit. Die sind wahrscheinlich nicht besonders aerodynamisch gebaut, wenn die einfach von Bäumen abreißen. Also die Waffen, die du gesehen hast, sind jetzt nicht die gut ausbalancierten horasischen Reiterlanzen, aber es sind jetzt auch nicht abgerissene Bäume oder sonst irgendwas, ne? Also das einzige Mal, bei dem ich einen Yeti gesehen habe, wie er eine Waffe herstellt, die einfach vom Baum gerissen. Ja, ja. Du hast ihm dazu gesagt, das wäre eine Keule, ne? Ich gehe halt einfach nach der MP. Gut. Berühmte letzte Worte. Ich mache mir keine Sorgen, ich habe einen Armatrutz. Gut, ja, wie weit fahrt ihr denn mit den Schlitten jetzt vor und die Hunde und so und bevor naja, sobald ihr dann in Schleichen übergeht, um denen in den Rücken zu fallen? Soweit es halt möglich ist, die Hunde dürfen dann kein Geräusch machen. Wir wissen ja halt nicht genau, wie gut, werden, ja. Also wie gut die hören, die Yetis. Das heißt, es wäre eigentlich schlauer, die Hunde vorher, sag ich mal, anzubinden, beziehungsweise die zu parken und dann ohne die erstmal weiterzugehen, den Hinterhalt auszuschalten und sie dann nachträglich wieder mitzunehmen. Mhm. Das würde zumindest mehr Sinn machen, als die Schlitten zu versuchen, da hoch zu hieven jetzt gerade, so quasi. Das würde den Schlitten sicher verstauen, die Hunde zusammen ebenfalls sicher verstauen und dann, ja, weil die können ja durchaus leise sein, wenn sie wollen. Mhm. Die sind halt dann ein bisschen aufgeregt wegen den Yetis, weil obwohl die jetzt schon mitbekommen haben, dass sie an denen anscheinend nichts wollen, sie sind trotzdem halt immer ein bisschen unruhig, wenn die. Im Zweifelsfall spricht Luther noch ein bisschen mit denen, der hat ja Tiere beruhigen. Mhm. Dass die dann wirklich auch. Ja, dann mach doch mal eine Tierkundeprobe da drauf. Ich denke mal, das geht dann auf Tierkunde mit dem Beruhigen, ne? Oder ich hab's als Tierkunde und ich hab's als Liturgie. Also. Ja, dann mach eins, was du möchtest davon. Versuchen wir es erstmal mit der normalen jetzt. Mhm. Was habe ich da drin? Das sind 3 Erfolgsgrade. Okay. Dann schaffst du das, die so weit zu beruhigen. Ihr findet halt auch so eine kleine Nische quasi, wo man die irgendwie an große Steine irgendwie anbinden kann. Jetzt seht ihr auch, warum man wahrscheinlich diesen Weg relativ, warum man den auch eigentlich sonst nicht nehmt, weil irgendwie ein Schlitten oder so würde hier gar nicht richtig hochkommen. Ihr müsst teilweise halt auch ein bisschen klettern, um irgendwie von dem einen Sims, Steinsims auf den nächsten zu kommen. Das geht eigentlich aber auch ohne Probleme, ist nur für Reisende ist das halt total beschwerlich hier. Und gerade weil ihr auch die großen Yetis bei euch haben, die nehmen euch einfach und heben euch da hoch und ziehen sich dann ganz einfach irgendwie über die Simse.
Und aber wenn ihr hier normal gereist wärt, wäre das wahrscheinlich kein Pfad gewesen, auf dem man hätte vernünftig fahren oder so können. Beziehungsweise konnten schon, aber es wäre sehr anstrengend geworden. Und dann brauche ich dann mal eine Schleichenprobe von euch. Und ich mache mal für die Yetis auch. Wo haben wir den? Schleichen kann ich. Verbergen. Ach ja, verbergen. Oh ja. Das geht auf Mutintuition und weiter. Okay. Easy peasy, lemon squeezy. Intuition, ne? Ja. Okay. Drei Qualitätsstufen. Dito. Not hier auch. 95 Steine sind vollkommen geräuschlos. Drei für Ilva. Ich weiß ein Chip und hab dann ein. Okay. Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja, ihr seht, während ihr da lang steigt, dass euch das relativ einfach fällt. Ihr versteckt euch einfach hinter verschiedenen Steinformationen. Lauft dann schnell von Steinformation zu Steinformation. Der Schnee ist hier relativ flach, wenn überhaupt, vorhanden. Und man merkt, dass es den Yeti-Kriegern hier relativ schwer fällt, sich hier irgendwie so von hier hochzuschleichen. Sie sind zwar leise, aber so richtig, dass das Ducken zwischen den Steinen fällt ihnen auf ihrer Größe relativ schwer. Sie versuchen sich halt auf den Schneeflächen zu halten und dann verschwinden sie halt teilweise halt irgendwie, verschmelzen teils mit diesem Schnee, aber der ist halt so dünn hier oben, dass immer noch ein Teil vom Felsen durchschimmert und man sieht es halt ein bisschen. Ne? Das ist das, was euch auffällt, wenn ihr zwischen denen hinher schleicht. Also denen scheint das schwer zu fallen, hier verbergend hochzuschleichen. Schleicht ihr vor oder lasst ihr die Yetis vorschleichen? Ich würde vorschleichen. Kaio schleicht vor. Ganz guter Speer. Von Steinformation zu Stein kannst du dann die ersten Yetis-Krieger auch sehen. So auf einige Entfernung hinweg. Ich mach mal eine Probe für die, ob die euch irgendwie mitbekommen. Ja. Was macht die Kaio dann, wenn sie vorne vor ist und die ersten Krieger sieht? Die ersten zwei, die da irgendwie stehen. Ich habe ja gesagt, da sind vier, hatte ich gesagt, ne? Vier Yetis. Mhm. Zwei stehen irgendwie an diesen großen Schneebällen. Und zwei stehen etwas weiter hinten an so einem, ja, so einem Proviantberg, könnte man es nennen. Die haben da so mehrere Säcke aufeinander gelegt und mit Fellen überlegt, mit weißen Fellen. Die weiter hinten stehen, haben Speere. Und die weiter vorne stehen, kannst du sehen, dass sie große Keulen irgendwie auf dem Boden gelegen haben. Generell würde ich warten, bis die anderen ein bisschen näher rangekommen sind. Welcher von denen steht denn am nächsten an der Kante? Zur Schlucht? Ja. Ja, das sind die beiden, die halt Keulen auf dem Boden haben. Die sind wahrscheinlich dafür da, halt diese Befestigungshölzer wegzuziehen. Ich bin halt am Überlegen, ob ich, wenn ich einen mit einem Stein am Kopf treffe, den so aus dem Konzept bringe, dass der aus Versehen in die Schlucht fällt. Ja, die stehen relativ weit weg noch von der Schlucht. Also die haben ja diese riesen Schneebälle da. Also die brauchen ja auch ein bisschen Platz. Also die stehen jetzt nicht sofort so an der Kante und gucken nach unten. Ich bedenke die Kopfgröße. Ja. Mehr Masse. Ich kann nicht viel machen, außer halt den anderen zu signalisieren, dass man ab hier gesehen werden kann und dass es wirklich vier sind. Und ja, ich würde den Yetis den Vortritt lassen. Die haben da die besseren Chancen. Ich kann höchstens gezielt irgendwo ein Bein stellen, aber naja. Mhm. Auf Knie oder sowas zielen, das also quasi zielen kannst du ja. Du hast eine Steinschleuder, hattest du, ne? Genau, ich habe eine Steinschleuder, meinen Jagdspieß
Und den Bernsteindolch. Ja. Dann seht ihr halt Ikaiof hinter so einem Felsen kauernd und so. Mit diesem. Und auch ungefähr die Position andeuten. Ja, dann würde ich quasi den Yetis den Vortritt lassen. Die dürfen zuerst. Das Problem ist natürlich, dass wenn die jetzt losklinschen, wir die nicht mehr unterscheiden können. Wirklich. Ja, zumindest Mrom kann man unterscheiden und auch den Brom könntet ihr wahrscheinlich noch auseinanderhalten mit seiner fein geschmückten Keule. Aber wenn es dann einmal irgendwie zwischen, wenn die dann sich zweimal, dreimal im Schnee wälzen oder so, dann könnte es tatsächlich kompliziert werden, ja. Ich würde mich quasi Richtung Brom bewegen und ihm leise zuflüstern. Wenn ihr schnell auf sie zulauft, könnt ihr sie vielleicht in die Schlucht schubsen. Sie rechnen nicht damit. Zu wem bist du jetzt hingegangen? Zu Brom? Zum hier Häuptling Yeti. Mombrum, genau. Mom. Okay. Stehen weit von tief. Ja, aber ihr könntet genug Schwung aufbauen. Wir laufen hoch. Sie laufen runter. Da bleibt wohl nur, sie auf uns aufmerksam zu machen. Oder wir locken einen zu uns hin. Der zieht dann die Aggro. Genau, der zieht dann die Aggro. Gut, ich würd mal allen so sagen, so geht mal ein Stück zurück, dass man uns halt schlechter sieht. Mhm. Und dann ziehe ich meine Steinschleuder. Ich werde jetzt einfach mal einen pieksen. Mal sehen, was passiert. Ja. Sonst noch irgendwelche tollen Ideen? Vielleicht kann Ilva als Krieger ja mal irgendwie auf Kriegskunst oder sowas würfeln. Vielleicht hat die eine Idee. Die hat ja sowas. Wenn sie sowas hat, ich weiß es nicht. Nö. Ist ja so ein Krieger. Kein gebildeter, mittelreichischer, adeliger Krieger. Nein, einfach gar nicht. Ja. Sachen gehen kaputt, wenn ich mit meiner Axt da drauf haue. Deswegen haue ich mit meiner Axt auf Sachen, die ich möchte, dass die kaputt gehen. Ja. Das ist meine Kriegskunst. Und wie macht ihr so Kriegszüge? Naja, wir rennen brüllend auf die Feinde zu, schlagen sie tot, plündern sie und ziehen dann weiter. Ja. Okay. So. Solange es funktioniert. Knapp seit 1000 Generationen. Gut, dann ist das jetzt euer Plan. Ikaio schnallt den ersten Stein auf ihre Schleuder. Man werfe den ersten Stein. Ja. Ich nehme ein Lederband, stecke den Stein rein, Schleuder. Mhm. Schauen wir mal, ob ich treffe. Mhm. Gibt keine Abzüge, keine Werte. Boni. Ganz normal auf den, ja, Moment. Auf den Fernkampf fährt. Es sei denn, du möchtest ein spezielles Manöver machen, aber das wird es ja dann sein. Nee. Drecks schreibt, ich kann nicht hinsehen. Ich treffe! Du triffst. Pock! Stein am Hinterkopf! Ja, dann mach mal Schaden. Oje. Jetzt das, kritischer Treffer. Yeti tot. Ja, wird ja witzig. Ich habe keinen W6 hier tatsächlich. Ich empfehle nicht treffen lassen. Okay, 1W6.
Da verschwand. Und schon war es geschehen. Ja, sie wurde getroffen, jetzt ist sie tot. Hat sich selbst getroffen. Tja, ich wollte es zu Hause im Nachstelle desinfizieren. Noch spannender, weil wir noch ein bisschen warten müssen. Ich machte den Würfelgenerator auf und Discord so. Okay, ich werde nicht mehr gebraucht. Ich mache 6 Schaden. 6 Schaden. Okay. Dann machen wir jetzt alle mal eine Indie-Wurf. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe uns alle zum Untergang verdammt. Hail me. So, jetzt muss ich hier die ganzen Yetis hier. Weißt du ja, rum. Wo ist denn die Indie von dem Rum da oben? So, die feindlichen Yetis. Ich sehe gerade, theoretisch könnte Lot hier sogar seinen Speer werfen. Ich habe ein paar Punkte auf Wurfwaffen, aber... Meine Herr, er hatte Punkte über. So. Ja, ich habe Wurfwaffen 2. Was hat denn Ikali für einen... Das war meine Inni plus ein W6, ne? Ja. Oder was? Ja, gut. Dann habe ich 18. Und Lothir? 17. Und Goswin? Same as Lothir. 17. Und Ilva? 20. Ja! Okay, das ist folgende Reihenfolge. Jetzt wird die Axt geworfen. Zuerst Ilva, dann Ikayu, dann Goswin und Lothir. Dann kommt Mrom. Dann kommen ein freundlicher Yeti. Dann kommen 3 feindliche Yetis. Dann kommt ein Freund und ein Feind gleichzeitig. Dann kommt dasselbe nochmal. Und dann sind wir durch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay. Ilva darf zuerst. Ja. Ich würde anfangen, mich auf den Kampf vorzubereiten. Und dafür ziehe ich natürlich meine Axt. Mhm. Ich denke, das hast du vorher schon gemacht. Das bevor Ikayo den Stein geschleudert hat. Ja, das denke ich. Ja, mal sehen. Ich würde mich mal sehr stark konzentrieren. Das fällt mir schwer. Seit eine in mehrere Falten gelegte Stirn. Mhm. Und würde mich mal drum kümmern, dass ich die Schläge gleich ein bisschen besser wegstecke. Mhm. Als gut. Vorbereitung. Und dann warte ich erstmal. Ausnahmsweise bereitet sich Ilva mal auf einen Kampf vor. Ja, die sind groß. Die sind groß. Ich glaube, das lohnt sich. Ich finde auch mal ein würdiger Gegner. Genau. Die Chimären waren nicht groß. Nicht bedrohlich. Die Chimären waren unfair. Die waren künstlich geschaffen, die zählen nicht. Ja, genau, okay. Ja, Ikayu hat er eben schon geschmissen und darf jetzt nochmal. Ja, meine Amtshandlung ist es, mich wieder in den Schnee zu ducken, damit der Yeti, der gerade von dem Stein getroffen ist, blöd guckt und sich vielleicht in die Richtung bewegt. In unsere Richtung bewegt. Mhm.
Okay. Lothir, es ist ja immer noch das Ziel, ihn zu uns zu locken. Lothir und Goswin. Da schießt er mal eine Nicht-Bernstein. Ja. Dann los. Wer möchte zuerst? Ihr seid gleichzeitig dran, Goswin und Lothir. Ja, deswegen frage ich, wer möchte zuerst? Gut, ich mach. Ja, hau rein! So, Lady Luck, gucken wir doch mal. Treffe! Ja. Mach Schaden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich wieder gern hat. Ich denke nur, du hast auf denselben geschossen wie Ikayo eben. Ja. Und da ist wieder die 10. Okay. Es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der der totale Freund von Lady Luck ist. Ja, ich gehe mit meinem Stab vorsichtig vor. Ich bin ehrlich gesagt nicht so erpicht darauf, mich jetzt in einen Kampf verwickeln zu können. Okay. Ich tue das Nötigste, damit man mir nicht vorwerfen kann, ich hätte nicht mit. Gehst also aus der Deckung raus? Nee, ich bleib drin. Okay, bleibst du in der Deckung? Fulminictus, Fulminictus. Ja, wenn er einen Astralpunkt drüber hätte, dann wäre das ich kein Problem. Ich habe nur 2/3 meiner Lebensenergie. Ja, dafür habt ihr ja noch einen ganzen Trupp Yetis bei euch. Und Ilva. Die ungefähr genauso viel wiegt wie ein. Hey, das sagt man über Frauen nicht, wie viel sie wiegen. Das war nicht auf ihr Körpergewicht. Ja, das ist alles nur die ihre Kampfkraft wiegt einen Yeti-Stamm auf. Genau, ja. Ja, Mrom und ein freundlicher, also ich mache den einen freundlichen Yeti mal zu Brom, das ist, glaube ich, ganz gut. Mrom und Brom gehen aus der Deckung und stürmen nach vorne. Dann die drei feindlichen Yetis ziehen ihre Waffen und ja, der andere Yeti von euch stürmt auch nach vorne, ein weiterer mit ihm und der angeschlagene Yeti schleudert seinen Speer Richtung Brom. Und trifft ihn. Brom versucht, ihm auszuweichen. Aber ist da anscheinend nicht so gut drin. Und wird von dem Speer getroffen und ein Stück zurückgeschleudert, während er ihm irgendwie so auf Magengegend im Pelz stecken bleibt. Und man hört ein großes Aufheulen des Yetis. Und mit dieser Szenerie entlassen wir euch heute in die Pause. Ein 2 Wochen brüllender Yeti. Genau. Weil wir haben es jetzt kurz vor halb. Wenn wir den Kampf jetzt ganz ausspielen, ich habe eben mal auf die Lebenspunkte der Yetis geguckt, dann sitzen wir hier noch in einer Stunde. Oder so. Je nachdem, wie ihr euch anstellt. Aber gut. Ach, Ilva macht jetzt einfach zack, 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 zack. Das könnte natürlich passieren, aber ich glaube, es ist einfach cooler, wenn wir da mit diesem Cliffhanger, das ist ein gemeiner Cliffhanger, aber verständlich, sagt der Drex auch. Ja, ich finde es... Ja, finde ich auch, ja. Ja, genau. Ja, ich bedanke mich... Ich bedanke mich fürs Zugucken und vor allen Dingen bei euch Vieren, dass ihr mitgespielt habt. Ja, war eine sehr stimmungsvolle Iglu-Szene, die fand ich ganz toll mit dem Gebet von Lothir und genau, ich hoffe, es hat allen gefallen. Genau, und auch die Kuschelszene wird schon, die war schön, sagt der Kagerim. Ja. Da und, geht noch was. Der Ophidius meint, die werden sowieso alle weggekrittet von Lothir. Na, mal gucken. Vielen Dank für dein Vertrauen. Der mit seiner AK. Vielen Dank für dein Vertrauen. Jai Robi bedankt sich für die schöne Runde. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich fand, die Yetis waren auch schön zu spielen. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat man gemerkt. Ja.
Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier meinen Spickzettel mit der Inni-Reihenfolge nicht verschlampe in den nächsten 2 Wochen. Ja, Ophelios meint auch, er mag eure Rollenspielsequenzen und dankt euch fürs Spielen und so. Und Spoon wartet auf einen Viertelelf. Zwinker, Zwinker, Ikario und Goswin. Und ja, das mal gucken, da kannst du zumindest noch 2 Wochen drauf warten. Ja. Ja, vielen Dank fürs Kommentieren und fürs Dabeisein. Wenn ihr das hier später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar, denn es ist Kommentar-Challenge-Time. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt beim Mischka, der Mischka hat euch alle gechallenged. Bei jedem Rollenspiel-Video, was ihr seht, solltet ihr doch bitte mal irgendwas hinunter schreiben. Welche Szene hat euch am besten gefallen? Ja, was ist euch hängen geblieben nach dem Stream? Und was haben wir gut gemacht? Was haben wir vielleicht schlecht gemacht? Und was könnten wir besser machen? Ich hoffe, da kommt nicht zu viel, weil ich glaube, ich finde, wir machen das schon ganz gut. Aber wenn ihr was ganz, wenn ihr einen super Tipp habt, dann macht das doch, schreibt es dahin. Und ansonsten bedanke ich mich bei Commander Root, bei Dicker, Smurf, bei Drex, bei Federche, das ist ja ein Ikaju, bei Kagrim, Katze Yamera, LAN-Fusion, die Leopardin war auch im Chat, guck mal. Ophelios, Quilia Quen, Saiki war auch wieder da, sehr schön, das ist immer sehr angenehm. Sentriel und ein ganz komischer, das spreche ich nicht aus, Sliktkrumpfjörw. Was auch war. Wer nimmt sich denn sowas als naja, egal. Slowcool. Jemand, der uns guckt. Spoon, V&K, Virgoprotz, Jairobi und Zanekieber. Ja, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.